Harz haben wir jetzt auch. Jetzt kann ich was anderes bauen. Zäune? Nee, irgendwas war das. Was konnte ich bauen? Ich glaube, eine Lichtquelle, ne? Ja, eine Lichtquelle konnte ich bauen. Cool. Bank konnte ich bauen. Tische, andere Betten. Nee, Betten noch nicht. Okay. Schild wäre aber auch nicht schlecht, bräuchte ich auch jetzt mal. Oder zumindest einen Bogen. Der Vergaren. Ich baue mir jetzt mal einen Bogen. Ah, Holzpfeil. Ist gut. Zauberstab, Magiestab. Was kann der? Magierstab. Okay. So, Lumpen. Genau. Damit ich mal ein bisschen Rüstung habe hier, brauche ich auch ein bisschen Lumpen. Zack. Jetzt brauche ich wieder Stofffetzen. Egal. Hauptsache, ich habe irgendwas an. Ich hatte ja vorher gar nichts an. Okay, der Maiskolben gibt sogar Stärke. Okay, gut. Dann muss wohl der Pilz. Ah ne, Pilz gibt Intelligenz. Hier Fernwaffe, okay, cool. Okay, ist Q. Okay. Ah, Q bleibt immer Nebenwaffe, okay, cool. Dann kann ich ja doch mal ein Schild noch bauen. Verstehe. So, was braucht denn mein Schild? Holzscheite und Garn. Das kriegen wir doch hin. Oh, was für ein Riesenbaum, ey. Der hat nicht mal viel abgeworfen, der Baum. Alter. Ich glaube, ich sollte mal schlafen gehen. Damit die Nacht wieder hell wird. Gut, habe ich nicht noch ein paar Pilze? Ja, ein paar Beeren habe ich ja auch noch. Lol, was macht er? Hat er mir das zerlegt? Hat er mir das jetzt zerlegt? Na egal, brauche ich eh nicht mehr. Kann ja auch hier drinnen kochen. Ach, die Bären tut er nicht kochen. Die Bären tut er nicht kochen. Gesundheit wiederherstellen, okay.
So, Bären machen Gesundheit Wiederherstellung. Okay. Cool. Ich glaube, mir fehlt Garn. Ja. Garn. Mir fehlt ganz viel Garn immer. Aber hier ist nichts mehr mit Garn. Ich habe halt alles ausgegarnt. Honig und Wachs, okay. Waren keine Bienen drin. Aber ich kann doch noch nichts anbauen, ne? Schild, zack, super. Keule, weiß nicht, ob die besser ist, als ich habe. Noch mein 11 Schaden macht er, okay. Die Keule macht auch 11 Schaden. So, im Endeffekt macht es nicht viel aus. Stahlkeule wäre nicht schlecht. Na denn. Gut, jetzt muss ich irgendwie noch gucken. Kann ich hier hinporten? Nee. Okay, schade. Hier muss ich jetzt hin als Wegpunkt setzen und wir gucken mal, ob wir ein bisschen Dings kriegen. Muss das ausgerüstet sein? Okay, muss ich also gar nicht mitführen. Ich kann das einfach so haben. Aber ich glaube, wir sollten noch eine schnelle Truhe bauen. Weil irgendwie bin ich voll. Was brauche ich denn für eine Truhe? Mir fällt doch gerade auf, mein Tisch steht irgendwie in der Luft. Bänke, Bänke, Bänke. Wo ist denn das hier? Stauraum, hier. So, wir brauchen Nägel. Nägel schaffe ich nicht. Garn und Äste, das schaffe ich aber. Ja, jetzt brauche ich wieder ein Garn, ey. Also Garn ist hier echt schwer zu finden, muss ich sagen. Ja. Ist echt schwer zu finden. Oder es liegt nur hier, weil es das Anfangsgebiet ist. Das kann natürlich auch sein. Oh, da unten sind Städte.
Was? Sieht ganz nach der Stadt aus da oben. Kann ich eigentlich klettern? Nee. Okay, der kann nicht klettern, der junge Mann. Kann nur richtig hochhüpfen. Oh, hier ist was. Ein Tagebuch. Theorien des Alchemisten, okay. Oh, ein Hase. Rohes Fleisch. Hat wohl jemand erwischt hier. Da ist eine Gruft, okay. Nein, mein Rucksack ist voll. Ist genau das, was ich meine. Mein Rucksack ist voll. Greift er mit an? Das wäre ja cool, wenn er mit angreifen würde. Stauraum. Kein Slot im Rucksack fertig. Ah. Ist doch wieder doof. Oh, direkte Benutzung. Okay. Dann benutzen wir das. Zack. Ausdauer-Generation. Gut. Gleich das Ding bauen, Stauraum herstellen. So. Guck, wo ich das hinstelle. Winzige Truhe. Naja. Man kann so übertreiben, winzige Truhe. Ist ein ganz schönes Ding. So. Zack. Öffnen. Ja, ist ein bisschen Platz drin. Shift. Shift ist meistens immer. Alles rüber hier. Also das Essen. Das Essen brauchen wir noch. Nägel kann rüber. Tierfell. Okay. Okay, ich darf es auch nicht roh essen, sonst gibt es Lebensmittelvergiftung. Krass. Ja, steht auch da. Okay, dachte ich, muss es erst essen. Steht also auch da, was man für Perks bekommt, wenn man das isst. Okay, gut. Oh. Man sieht das sogar, was da drin ist. Sehr cool. Gut, ich koche das mal schnell, das Essen. Das sieht echt lecker aus. Hält das denn wenigstens für immer, das gegrillte Fleisch? Konstitution, oh. Für 20 Minuten Konstitution.
Okay. Gut, jetzt holen wir uns ein bisschen das Zeug hier. Und dann machen wir die Quest zu Ende. Das nehmen wir mal mit. Kann man immer gut gebrauchen. Ich hoffe, es wächst irgendwie wieder nach. Oder man kann es zumindest anpflanzen. Glühwürmchenlampe. Hä? Ah, ich habe gerade ein Glühwürmchen gesammelt. Oh, cool. Okay. Ich muss aber trotzdem da runter. Klettern kann ich nicht, also muss ich wieder außen rum. Aber diese Pflanzen sind doch bestimmt die Dinger, die ich abhacken muss. Oder? Nee. Ich brauche nämlich irgendwie Miasma-Holz. Aber das ist das hier ja gar nicht. Ah, das ist das, oder? Ja, Miasma-Holz. Okay. Komme ich jetzt hin? Was ist hier los? Sammeln? Hutlingsbeine, okay. Oh. Schon Stufe 3, ey. Krass. Aber gibt Essen. Oh, Alter, die ziehen übelst ab. Ist ja Wahnsinn, was die abziehen. Junge, Junge, Junge. Krass. Aber hier muss ich hin. Aber schon krass, dass sie so stark sind, ja. Du
Okay, die gehen mir gut. Dings. Werkstätten, was hier? Was habe ich Neues gekriegt? Miasma-Holzblock. Ah. Aber ist es denn nicht logisch, wenn ich das Miasma-Holz benutze, dass es mich dann auch verseucht? Eigentlich. Eigentlich. Okay. Weiter geht's. Warte, wir haben ja noch was zu essen. Die 7. Machen wir es wieder voll. Ach, da oben ist so ein Schießding. Also mit viel List und viel Bewegung kriegt man die auch tot. Aber es ist trotzdem schon ganz schön. Ah, die kann ich auch zerlegen. Okay. Sehr cool. Also du kannst ja echt alles zerlegen, ne? Cool. Das mysteriöses Fläschchen. Was macht das? Schadensmultiplikator 1 Minute maximal Zeit im Miasma. Ah, okay. Okay, also ich könnte theoretisch auch hier die ganzen Dinger kaputt machen. Da kriege ich auch was zum Sammeln. Alte Bücher, okay. Da geht's runter. Ah, Alter. Das der Killerratten hier oder was? Junge. Warnt mich doch vor. Junge, Junge, Junge. Ich gehe da doch nicht runter.
einfach alles zerstören hier. Oh, hab ihn sogar gekriegt. Cool. Klopf, klopf. Nee, komm mal schön mit raus. Das regeln wir hier draußen, mein Freund. Was, denn findest du den Ausgang nicht, oder was? Komm. So geht das. Okay. Ich habe die Befürchtung, dass hier irgendwie ein Boss ist. Haha. Also es geht eigentlich. Wie gesagt, wenn man weiß, wie die kämpfen, geht das eigentlich. Ich glaube immer noch, wenn ich hier drauf schieße, dann explodiert das. Ich bräuchte wieder so einen Schmiedeamboss hier so. Wasser, okay. Wasser, Kondition, Ausdauerregeneration, schön. Ja, benutzen hier. Ah, ich wollte den eigentlich reinluren, scheiße. Aber warte ich richtig. Oh, guck dir das an. Riesenloch. Krass. Ein Riesenloch ist gewesen. Scheiße, ich habe alles verloren, ey. Also man verliert sein ganzes Inventar, ne? Zumindest die ganzen Baumaterialien und sowas verliert man. Okay. Alles klar. Grabstein, ja, okay. Mal gucken, ob wir bis zum nächsten Mal. Warum steht da aktive Altäre? Was heißt das? Aktive Altäre? Kann ich mehrere setzen oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Hm.
Wer weiß. Okay, gut. Ja, aber für heute erstmal Schluss. Ist ein ganz interessantes Spiel. Mal gucken, wie es weitergeht. Und ja. Also, wer mal mitspielen möchte oder sowas, kann man gerne sich melden. Und dann können wir vielleicht das mal zusammenspielen. Aber ansonsten, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Noch einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das guckt. Woher ihr das guckt und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssikowski.